Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ja, heute gibt es Templerjagd im Doppelpack. Und zwar machen wir heute Opia Actito, die Taino-Assassinen. Und ihre Templerjagd-Geschichte. Oh, ruhig, Melanie. Ich dachte nur, ihr braucht Hilfe. Warum? Was ist euer wahres Motiv? Euer Name stand auf einer Karte. Ich habe sie einer Bande Templer verkauft, da aus Versehen. Wir alle machen Fehler. Ach, typisch, uns einen Templerdolch in den Rücken stoßen und sich dann als Retter aufspielen. Seht, ich mache es wieder gut, Lady. Außerdem suche ich einen Schlüssel. Ich dachte, ich helfe euch. Und dafür behalte ich den Schlüssel, wenn ihr... Gut. Ihr seid beleidigt. Ich gehe. Wir fordern euch zur Jagd heraus. Sammelt mehr heute als wir und ihr gewinnt. Leicht. Abgemacht. Ja, das ist die Templerjagd. Mission. Wir müssen Stuff jagen. Hallo, kannst du bitte mir... Ich fühle mich gerade ziemlich useless. Ach, sie hat schon was erlegt. Na komm, schon. Schnell, ja. So, wir müssen uns beeilen. Das ist tatsächlich eine der schwierigeren Missionen. Wir müssen nämlich mehr Beute einsammeln als Opia. Das ist unfair. So, mir werden keine Tiere mehr angezeigt. Das ist unschön. Sehr schön. Hier. Ah, da. Du hast was identifiziert. Okay. So, hier. Komm schon. Stimmt, wenn wir... Ah, da hinten. Das ist super schwer, diese Mission. Ja, ich weiß, du bist die bessere Jägerin, bla bla bla, das sagst du ständig. So, kommt schon, da musst du. Da ist es. Damit. Funktionierst nicht. Zack. Hallo, kannst du bitte. Ein weißer Jaguar. Guter Fang. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Wir nehmen eure Hilfe an. Wobei? Seht. Regatten? Warum? Gibt es dort irgendwas außer Fisch? Nein. Das sind eure Templer. Ihr habt ein Schiff und ein bleiches Gesicht. Transport und Pass. Trefft uns auf Grand Cayman und helft uns dort. Jo, wird erledigt. Amt nach Grand Cayman, würde ich sagen.
So, und den halten wir jetzt natürlich noch, den weißen Jaguar. Weil, ey, seltene Haut und so. Und seltenes Fell. Weißer Jaguar, halt so. Wo ist Grand Cayman? Da ist Grand Cayman, auf der anderen Seite der Insel, okay. Da waren wir noch nicht in Grand Cayman. Tolle Wurst. Oh, schaut euch mal unsere schöne Jackdaw an. Komplett gepanzert mit Metall. Und ja, die Jackdaw ist mehr ein Metallschiff als ein Holzschiff, so wie es aussieht hier. So, hier, hast du zufällig Stuff, den ich brauche? Stoff und Zucker? Nee, hast du nicht. Oh, du bist aber so ein... Stufe 1050 Reales. Hm. Okay, die beiden müssen wir versenken da hinten. Dann wird das wohl doch nicht viel. Doch, machen wir. Pass auf. Hab eine Idee. Wir sind gepanzert genug, um den Blödsinn hier zu machen. Wir müssen jetzt keine Angst mehr haben, dass wir versenkt werden. Weil es gibt eigentlich kein Schiff mehr, das uns... Bis auf, ich vielleicht nicht. Ich glaube so. Vier Schiffe wirklich eine Gefahr für uns darstellen. Ihr seht, wurden gerade von schweren Kugeln und einem Mörser getroffen. Fertig. Oh, das Ding müssen wir mal kurz wegballern. So. So, dich bauen wir nur, um die Jackdaw zu reparieren. Außerdem war da Holz und Metall drauf, was wir beides brauchen. Außerdem, naja, wir haben wieder volles Leben, damit durften wir jetzt mit dem anderen Schiff auch mit Leichtigkeit fertig werden. Ja, du willst schon wieder mit mir kämpfen, ich weiß. Ich sehe es, wenn uns das Ding nicht angreift, dann es wird es angreifen. So, ein Schiff. Oh, großer Gott. Ja, wie geht wieder in die falsche Richtung. Passiert manchmal beim Entern, dass Edward hier... durch in die falsche Richtung dreht. Ich weiß nicht wieso. Aber andersrum wäre es schneller gegangen. Nehme ich an. Oder es sah zumindest so aus. Warum er es jetzt so macht, kann ich nicht wirklich sagen.
Haben wir jetzt so ein schönes Black Flag Remake, nicht unbedingt ein Remastered. Beim Remastered werden ja Bugs und Glitches übernommen. Teilweise. Und mir würde tatsächlich ein Remake, so mit so einer schönen Odyssey Engine, das wäre doch mal. Ich meine, Black Flag sieht nicht schlecht aus heutzutage, aber Odyssey sieht halt einfach nochmal ordentlich besser aus als Origins. Und eine glitchfreie und stabilere Version. Ja, was machen wir da? Bekanntheitsgrad verringern, das ist, glaube ich, ganz klug. Ja, Klappe. Wieso kannst du das Ding jetzt nicht entern? Du kannst tatsächlich nur auf der Seite hier entern, warum auch immer. Ja, ich weiß nicht, was wir auch versenken. Da verstehe ich auch nicht, wenn er nicht diesen nach unten Sprung, also dass er komplett ins Wasser eintaucht würde, wenn er nicht diesen Sprung machen würde, würde er es bis ans andere Schiff schaffen. Das verstehe ich immer nicht. Wir müssen noch hier den gegnerischen Captain töten. Jupp. Holz und Zucker haben wir richtig schön bekommen. In schönen Mengen. Das hat sich gelohnt, das Ding zu entern. Was hast du? Du hast doch nur, ja, Stoff und Zucker. Und ein bisschen Geld. Da du uns sowieso versenken willst, sollten wir uns mal zuerst drum kümmern. Warten auf dein Zeichen! Oh, das Ding versenken wir jetzt aber. Zack! So. Peng. Damit hätten wir das auch erledigt. Und dann geht's jetzt erstmal ab nach Grand Cayman. Ja. Genau so war das geplant. Ja, jetzt kam endlich mal der Spruch Captain in der Salzlake. Das ist ein cooler Spruch. So. Natürlich erstmal ganz wichtig, auch wenn mir das meinen Plan heute komplett zerstört. Wir müssen natürlich erstmal das Ding, das liegt ja auf dem Weg, müssen wir einsammeln. Dann müssen wir den Aussichtspunkt einsammeln.
Haben wir nicht bekommen, nicht so schlimm. Diese komischen Laufleinen sind übrigens. Die gibt es auch in Shadow of War und in Shadow of Mordor. Die sind tatsächlich eins zu eins aus der AC4 geklaut. Aber naja, besser. Ich meine, die haben besser geklaut als das ursprüngliche Original. Also. Sie haben so gut geklaut, dass es besser wurde als das Original. Ja. Besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, nicht wahr? Und naja, die haben ja wirklich gut geklaut. Viele Funktionen, die Assassin's Creed heute noch nicht hat, die eigentlich wichtig wären für das Spiel. Schupp. Auch ganz wichtig, Leute, Tee trinken ist gesund. Ich mag Tee. Wie gesagt, wir sammeln jetzt den ganzen Käse nicht ein. Denn wir wollen ja Templerjagd machen. Opia, wie geht es uns heute? Überrascht. Wir dachten nicht, dass ihr euer Wort haltet. Sagt uns... Warum vermutet ihr euren magischen Schlüssel hier? Er besitzt eine große Anziehungskraft auf Templer, falls das wirklich ihre Schiffe sind. Wir wissen nicht, was die Templer hier wollen. Dieses Volk besteht nur aus einfachen Fischern. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was wir herausfinden. Alvin aufspüren. Aha. Wo sind die Chipmunks? Ja, ich konnte nicht widerstehen. Der Witz musste einfach sein. Ich weiß. Schlimmer Witz. Den ganzen Fang? Da hast du aber gut verdient. Oh ja. Und weißt du, genau deshalb nennt man mich ja auch den König der Fischer. Wer nennt dich so? Sei nicht neidisch. Neidisch? Ich bin nicht neidisch. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Señorita Marquez' rechte Hand Vargas unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus als eine Art Hauptquartier. Ich traf sie sogar dort, als ich den Fisch auslieferte. Siehst du, Alvin ist nun sozusagen ein Edelmann. Ha, ein adliger Fischer. Sicher doch. Da das nur ein unschuldiger Fischer ist, will ich ihn ungern umbringen, deswegen machen wir jetzt gerade tatsächlich mal einen Diebstahl und haben damit die Mission 2 schon abgeschlossen. Ja, wir könnten jetzt die Taverne freischalten, aber nee. Eher nicht. Hi. Wart ihr erfolgreich? Ich hörte ständig einen Namen. Marquez. Eine Freundin? Ein Mann mit demselben Familiennamen hat unser Dorf zerstört. Wir haben uns gewehrt und ihr Anführer hat diesen Sieg nicht mehr erlebt. Glaubt ihr, die Frau ist mit ihm verwandt? Falls sie es ist, sind wir nicht sicher. Der Zahlschein, den wir stahlen, nennt die Adresse eines ihrer Männer. Vargas. Richtig. Ich weiß, wo das ist. Suchen wir den Köderburschen auf und fragen, was er weiß. Mir nach. Beweg dich, Opia. Komm, wir haben die halbe Zeit der Welt. Du musst versuchen zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Der Part ist nicht in 10 Minuten vorbei. Nein. Hoffentlich. Nicht euer Schlüssel. Einige sagen, die Taino wären bereits ausgerottet. Doch wir lassen uns nicht ausrotten. Unser Kampf geht weiter. Ja, beweg dich. Da ist es. Das Haus von Vargas. Schnell, versteckt euch und wir nutzen die Überraschung zu unserem Vorteil. Bleibt außer Sicht.
Was ist euer Begehr? Ich wünsche eine Audienz bei Senorita Marquez. Hinterher! Gut gemacht. Muss Edward wieder die ganze Arbeit machen. Alter, unser Jackdaw ist viel zu krass. Sind bereit, Sir. Bereit für Feuer, Sir. Viel der Ramsporn, Baby. Ich bin auf dem Weg. Darauf, dass ich hier ein richtiges Seil finde. Heraus damit, Mann. Wo ist Marquez? Warum ist sie hier? Sie ist schon auf dem Weg nach Juventud. Sucht sie dort, wenn ihr müsst. Ihr Heer wird euch eine Lehre erteilen. Juventud ist die Insel unserer Feinde. Wenn Lucia Marquez sich dort aufhält, ist es sicher, dass wir ihr Ziel sind. Wie viele Feinde habt ihr denn? Wird man gejagt, scheint es manchmal, als wäre jeder Fremde auch ein Feind. Auf Juventud herrscht seit dem Tod des ersten Marquez ein Waffenstillstand. Doch diese Frau könnte den Streit neu entfachen, wenn sie genug dafür bezahlt. Ah, das wäre schlecht. Ich nehme dieses Schiff. Trefft mich dort, wenn ihr den Schlüssel wollt. Machen wir gleich. Ich muss nur kurz was wegwischen. Ich habe gekleckert beim Tee eingießen. Aha. Juventud. Okay, wo ist das? Da. Pinoy. Ah, ja. Ich erinnere mich. Ja, das geht relativ schnell. Das schaffen wir noch. Und ja, dann haben wir tatsächlich alle Templerjagden abgeschlossen in diesem Part am Ende. Nicht schlecht. Die Spur von Lucia Marquez. Wir waren ein ganzes Leben nicht mehr hier. Dieser Dschungel ist immer noch voller Ranken und Ränke. Marquez wird das zu ihrem Vorteil nutzen. Doch wir wissen, dass sie hier ist. Sie erwartet uns nicht. Wir müssen sie finden, herauslocken und ihr ein Ende bereiten. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Ja, machen wir. Komm, ich markiere den Soldaten. Endlich. Wisst ihr, warum geht ihr nicht einfach in den Dschungel? Die Insel ist nicht besonders groß. Oder warum verhört ihr ihn nicht auch? Ich meine, so viel Zeit habt ihr ja. Und warum verhören dauert länger, als ihn zu verhören. Garantiert. Ist das langweilig. Ja.
Morgen gucke ich mal, vielleicht schaffe ich das, dass ich da morgen wieder ein bisschen Old Republic aufnehmen kann. Und mal gucken, ich muss auch unbedingt dafür sorgen, dass Zelda weitergeht. Unbedingt. Auch wenn ich es nicht schlecht finde, dass derzeit zwei AC4-Parts am Tag kommen. Das nämlich aufholen. Sonst sind wir nämlich mit AC4 nicht rechtzeitig fertig zum Beginn von AC3 Remastered. So will ich nämlich tatsächlich einfach am Release spielen. Lächerlich. Da hat jetzt vermutlich die Titanmontur auch geholfen. Waren die Ideen? Ja. Ja, beweg dich, Opia. Sie hat sich verkrochen. Tun wir etwas, was sie nicht. Wie heißt jetzt Opia Apito? Heißt sie nicht Opia Acito? Nein, Verschwendung. Lass die Idioten einfach herkommen. Guck. Oder auch nicht. Weil ich den Typ nicht rechtzeitig ausschalten konnte. Damn you. Gerade ernsthaft nur mit einer von vier Kugeln getroffen. Lucia Marquez, wenn ihr hinter uns her seid, kommt raus und kämpft wie eine ehrenhafte Frau. Los, holt sie. Wir sorgen hier weiter für Abwehr. Hallo, habe ich dich nicht gerade? Dammit. Ich habe doch gerade voll mit den Pfeilen erwischt. Nein, ich darf nicht durch die Hand einer Taino sterben. Mein Vater erkannte das Potenzial dieser Inseln. Gold. Industrie. Freiheit. Es wird alles vergeudet. Ihr wisst nicht, wie ihr es nutzen könnt. Er hätte euch Reichtum gebracht. Ihr glaubt, wir vergeuden Freiheit, indem wir frei leben? Ihr sterbt als Gefangene eures Templerwahns. Streiten wir nicht mit einer Toten. Das versöhnt mich. Ja, Templerjagd. Das ist sogar die erste Templerjagd. Templerrüstung. Boom. Ab geht's. Wäre jetzt nicht direkt nach Great Inagur, sondern hier zu dem Aussichtspunkt, würde ich sagen. Dann holen wir uns die Templerrüstung. Ah, jetzt hört dieser Soundeffekt gar nicht mehr auf. Nein. Scheinbar gar nicht.
Oder doch? Können das hier nochmal haben? Wie viel kostet denn das? 18.000. Nee, Geld brauchen wir zum Verbessern vom Schiff. Vielleicht ein andermal. Ich verstehe zwar bis heute noch nicht ganz, wieso das Ding jetzt da drin war. Der Stolz der Templer. Eine leichte und flexible Rüstung, die höheren Schutz vor gegnerischen Angriffen bietet. Zack. Peng. Boom. Und wir haben sie. Ja, wir sind cool. Und ja, die Templer-Rüstung reduziert jetzt jeglichen erlittenen Schaden um 25%. Was ja durchaus recht praktisch sein kann. Habe ich hier unten noch irgendwas zum Ausbauen? Nein. Nur noch den Schmarrn da oben. Auch gut. Oder? Ja, Bordell haben wir schon gebaut. Cool. Ah, die Musik. Was darf's denn heute sein? Ja. Verkaufen, Fracht, Zucker. Reicht es schon aus, um hier die Jacktor irgendwie zu verbessern? Nee. Aber. Tut mir leid, ich musste kurz niesen. Soll ich jetzt schon die Elite-Rundkugel? Soll ich das tatsächlich machen? Oder soll ich erstmal die Mörser verbessern? Ich glaube, ich hole erstmal die Rundkugeln, oder? Wobei, wir könnten eigentlich bald die Breitseitenkanonen holen. Dann sparen wir noch auf die Breitseitenkanonen. So machen Geschäfte Freude. Ja. Aber dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.